Dieser Blick sagt, ist das etwa dein Ernst? Nein. Einen wunderbaren guten Morgen, 6.09 Uhr und ich mache mich jetzt los. 18 Kilometer immer an der Küste entlang, immer flach. Das sollte hoffentlich relativ schnell gehen. Jetzt geht die Sonne auf, das wird auch immer später. Und es wird deutlich früher dunkel, jetzt ist schon um 8:30 dunkel. Ich werde mich sputen, dass ich schnell an den anderen Platz komme. In der Hoffnung, dass die Umgebung da schöner ist als hier. Kilometerlanger Radweg. Ich bin entzückt. Ach, schaut mal her. Das sind die ersten Büffel, die ich sehe. Überall in Italien kann man ja Büffelmozzarella kaufen, was das so der beste Mozzarella ist. Aber ich habe bis dato noch nie Büffel gesehen und das sind die allerersten. Und offensichtlich sind die super neugierig. Die haben mich sofort erspäht und alles rannte an den Zaun. So, das hatte ich jetzt auch noch nicht, dass mir unterm Fahren einfach so die Kette runterspringt. Das hat mich jetzt eine Stunde lang gekostet. Aber das Tolle war, dass dann zwei Leute gefragt haben, ob sie helfen können, aber konnten sie halt nicht. Und ich war genau hinter dem Arbeitsplatz einer Prostituierten, die mir aber tatsächlich auch immer wieder Hilfe angeboten hat und zumindest später die Wasserflasche gehalten hat, damit ich meine Hände waschen konnte. Angekommen und aufgebaut, Gott sei Dank. Das ist schon sehr nah am Wasser gebaut. Ist zwar sehr cool, aber in so einem Haus, da schimmelt hier alles, weil die Luftfeuchtigkeit viel zu hoch ist. Das hätte mal jemand vorher sagen können. Was bedeutet es, einen anderen Menschen wirklich zu kennen? Einen anderen Menschen wirklich zu kennen bedeutet weit mehr als nur oberflächliche Details über sein Leben zu wissen. Es geht um ein tiefes Verständnis seiner Persönlichkeit, seiner Werte, Träume, Ängste und der Lebensgeschichte, die ihn geprägt hat. Dieses Verständnis baut auf einer Reihe von folgenden Schlüsselaspekten auf. Erstens Empathie. Einen Menschen wirklich zu kennen erfordert Empathie, das heißt die Fähigkeit, sich in seine emotionalen Zustände hineinzuversetzen und die Welt aus seiner Perspektive zu sehen. Es geht darum, seine Gefühle zu verstehen, ohne sie sofort zu bewerten oder zu versuchen, sie zu verändern. Zweitens Kommunikation. Offene und ehrliche Kommunikation ist entscheidend. Dies beinhaltet, dass man Zeit miteinander verbringt und Gespräche führt, die über alltägliche Banalitäten hinausgehen und tiefere Themen berühren. Durch solche Gespräche lernt man die Gedanken und Meinungen des anderen zu verstehen und zu respektieren. Drittens, Vertrauen. Vertrauen ist die Grundlage, auf der man jemanden wirklich kennenlernen kann. Es ermöglicht eine Atmosphäre der Sicherheit, in der sich beide Seiten trauen, ihre wahren Gedanken und Gefühle zu teilen. Viertens,
Geduld und Zeit. Menschen entwickeln und verändern sich ständig. Jemand wirklich zu kennen bedeutet daher auch, diese Entwicklung zu erkennen und zu akzeptieren. Es erfordert Geduld und die Bereitschaft, die Veränderungen im Leben des anderen zu begleiten. Fünftens, gemeinsame Erfahrungen. Durch das Teilen von Erfahrungen, sowohl guten als auch schlechten, lernt man, wie der andere in verschiedenen Situationen reagiert. Dies kann helfen, ein tieferes Verständnis für seine Reaktionsmuster und Verhaltensweisen zu entwickeln. Sechstens, Akzeptanz. Einen anderen Menschen wirklich zu kennen, bedeutet auch, ihn mit all seinen Stärken und Schwächen zu akzeptieren. Es geht nicht darum, ihn verändern zu wollen, sondern ihn so anzunehmen, wie er ist. Siebtens, Wertschätzung. Schließlich beinhaltet wahres Kennen auch eine tiefe Wertschätzung für den anderen. Diese Wertschätzung geht über oberflächliche Qualitäten hinaus und erkennt den Wert des anderen als Menschen an. Einen Menschen in dieser Tiefe zu kennen, ist eine seltene und wertvolle Beziehung, die oft Jahre der Nähe und des gemeinsamen Wachstums erfordert. Es ist eine Verbindung, die auf tiefer Verbundenheit und gegenseitigem Verständnis basiert. Eine Freundschaft, eine Ehe, eine Partnerschaft, in der nicht nur Tisch und Bett geteilt wird, sondern auch all die Gedanken, die man ansonsten nicht nach außen trägt. Als Trauerredner bin ich immer wieder überrascht, wie wenig Paare selbst nach 50 Jahren Ehe voneinander wissen. Und wenn ich jemanden kennenlerne und anfange, Fragen zu stellen, die ans Eingemachte gehen, sagt man mir, ich sei anstrengend. Dabei finde ich ein Dasein in der Oberflächlichkeit wirklich anstrengend und eine Beziehung auf diesem Niveau erst recht. Zur mentalen Gesundheit, als auch um den wahren Charakter der eigenen Seele zu ergründen, gehört die Fähigkeit, sich öffnen zu können, Fragen zu stellen und dem Partner oder der Freundin jederzeit zu vermitteln, dass man nicht fragt, um zu werten, sondern um zu verstehen. Natürlich geht das vielleicht nicht immer gut aus, aber dann war es doch auch nicht der oder die Richtige, oder? Kennst du dich wirklich selbst? Hast du all deine hellen und dunklen Ecken ergründet und kannst sie verständlich beschreiben und erklären? Wie gut kennst du deinen Partner oder deine Partnerin wirklich? Wie oft sprecht ihr über eure innigsten Gedanken? Wenn gar nicht, warum nicht? Was liebst du an ihr oder ihm, was über die Oberflächlichkeit hinausgeht? Warum kannst du dich nicht öffnen? Weshalb vertraust du nicht?